Herzlich willkommen zum fünften Teil des dritten Buches. Müsste jetzt insgesamt Teil 15 sein. Hier möchte ich nur wirklich schnell durchgehen. Es ist nicht wirklich kompliziert. Es sieht nur kompliziert aus. Hier geht es um die ja, verschiedenen Winkel der Beobachtungsperspektive, je nachdem, wo man auf, dem, ja, auf, auf der Erde ist. Ich möchte da auch gar nicht zu sehr groß drauf eingehen, wird ein relativ kurzes Video mit relativ vielen Bildern. Ähm, kann sich jeder selber anschauen und genauer ähm, ja, nachforschen, was damit gemeint ist. Grundsätzlich ähm, wird hier sozusagen die Beobachtungsachse und natürlich auch die Horizont- und die Vertikallinie gebildet. Dann ergibt sich ein Winkel und dadurch ergibt sich dann auch der, ja, der Blickwinkel und dann kann man das übertragen auf den Kompass, was wir schon hatten, ja und auf den Beobachtungswinkel und wie man es dann auf die Erde überträgt. Ja, hier quasi ist der Observationsplatz, hier ist der Norden. Ne, grundsätzlich kennt ihr das: Der Mond wird gespiegelt und da gibt dann die Weltkarte und dann kannst du quasi die verschiedenen Beobachtungspunkte des Mondes sozusagen herleiten. Um, hier hat er dann verschiedene Beispiele dafür, einmal aus New Jersey, einmal aus Kroatien, ja, oder Kroatien Hier steht bloß ein Land und hier eine Stadt. Na gut, und dadurch ergibt sich ein unterschiedlicher Blickwinkel. Das muss man natürlich wieder auf die verschiedenen Achsen äh, ja, berechnen bzw. normalisieren. Und dann hast du die verschiedenen Blickwinkel und weißt dann auch, der, der Mond... Der Halbmond oder je nachdem, was zu sehen ist, ähm, hat dann natürlich auch immer einen Winkel zur, zur selben Zeit und man erkennt dann auch schon hier, es ist gedreht, einfach aus dem anderen Blickwinkel. Grundsätzlich würde ich eh sagen, man muss immer den Blickwinkel im Auge behalten, denn selbst ein abgeschlossenes System wird von uns beobachtet und damit ist der Beobachter Teil des Systems. Ganz einfach. Und so ist auch hier der Beobachter Teil des Systems und das muss mit einberechnet werden. Das wird in vielen ja, wissenschaftlichen Studien nicht so sehr beachtet, ist jetzt auch erst im, im Kommen. Dass das behandelt wird. Ähm, hier aber wir auch nochmal die Beobachtung von Venezia in Italien und Neu De Delhi. New Delhi in India. Ja, hier habe ich mich schon immer gefragt, warum heißt es New Delhi? Ähm, genauso wie New York. Ist da vielleicht mit der Schlammflut das alte Delhi überschüttet worden? Oder das alte York? Ja, wer weiß? Hm. Gut, bei New York könnte man davon ausgehen, dass es natürlich das York in Großbritannien ist. Ähm, aber bei Neu-Delhi kenne ich mich da nicht so ganz genau aus. Aber wie gesagt, immer wenn Neu davor steht, habe ich immer so das Gefühl, es gab auch ein Altes. Ja, dann wieder Winkelberechnung und dann kann das natürlich ähm, normalisiert werden. Hier sieht man auch einen, einen leichten Unterschied. Ja, sieht alles komplizierter aus, als es letztendlich ist. Ich gehe wie gesagt nur nur durch, und dann hat man natürlich die Mondlinienberechnung oder die, die Richtung des Mondlinens und dann kann man auch berechnen, ähm, wo der Mond ist, an welchen Positionen und dann kann man auch gerne berechnen, wann die Sonnenfinsternis stattfindet. Ähm, hier haben wir den, äh, das nächste Beispiel London und Belgrad. Gehen wir nur ganz schnell durch, ja, haben wir auch wieder die Mondlicht- Richtung, ja, hier haben wir es in, in diese Richtung, hier aber den Süden, den Westen und dadurch lässt sich das dann äh, berechnen bzw. ablesen. Man muss halt immer den Blickwinkel mit mit einberechnen, soweit ich das verstanden habe. Ja, dann haben wir nochmal Australien. Hier ist ähm, das Bild ein bisschen schlechtere Qualität. Das soll vorkommen. Er hat sich so viel Mühe gegeben. Genau, und dann haben wir natürlich auch wieder die, die Mondlichtrichtung. Je nachdem, wo man ist. Hier sind wir in Broome in Australien. Na, es, ich finde das so Wahnsinn, dass der Mond diese, dieses Spiegelbild der, der Erde ist. Als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht: Hä? Und dann habe ich mir, mich damit näher beschäftigt. Und dann ist mir aufgefallen: Mensch, du, das macht Sinn. Ja, wie gesagt, sind relativ viele Bilder. Jetzt hat er noch ein fünftes Beispiel. Ja, überall passt es mit denselben Berechnungen und das ist ja dann letztendlich die wissenschaftliche Methode: ähm, eine, eine, äh, Etwas beobachten, dann eine Theorie dazu aufstellen und dann replizieren, also erneut machen unter ja, Laborbedingungen berechnen wie auch immer. So und dann hast du halt hier, finde ich nochmal ganz schön den, den Blickwinkel. Ja, von was haben wir hier? Ja, Kroatien scheint das zu sein, und hier haben wir ähm, Argentina, also Südamerika. Da ne, haben wir den Blickwinkel, hier haben wir die USA, und da ergibt sich überall ein anderer Mond. Ähm, ist auch eine schöne Sache. Ähm, ich habe mal eine Zeit im Mittleren Osten zugebracht, und da war der Mond teilweise so, so riesig, dass ich mir gedacht habe: Mensch, du, das sehe ich bei mir zu Hause in den, in den breiten Lenkarten, sehe ich das nicht. Mhm. War sehr verrückt, aber mit dieser Betrachtung macht es natürlich Sinn, da man je nachdem, wo der Mond steht, dann auch näher an dem Mond dran ist und zwar signifikant näher. Ja, sehr schön. Das wollte ich nur als Video machen. Ähm, der richtig halber und der, dass auch dieses Kom Buch komplett vorgestellt wird. Wer sich dazu näher beschäftigen will, der darf gerne in dem Video Screenshots machen und sich die Bilder rausnehmen. Gar kein Problem. Dann sehen wir uns im nächsten Video.